Herzlich willkommen zurück zum Abschaum der Pokémon-Universen. Wir haben das zweite Battle im Focus-Bearing erfolgreich abgeschlossen. Ich habe gedacht, wir heilen unser Team und... Oh nein, nicht schon wieder so eine. Und mach mal so weiter. Tangolos, okay, wir sind lost. Ich wüsste nicht, was ich dagegen ein... Eisstrahl. Eisstrahl ist super. Dum, 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 dum. Tada. Wir haben auf jeden Fall eine höhere Initiative. Problem bei der Sache ist, Tangolos tankt so unglaublich viel. Die Regeln von dem Scheiß habe ich im letzten Part erklärt. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Ich habe wenigstens einigermaßen gut. Wunderbar. Dann haben wir echt wenig Probleme gegen Tangolos. Okay, ich glaube, der Hagel sollte... Gut. Ah, nee, der Beulenhelm hat es beendet. Wunderbar. Hat uns eine Dynamax-Runde gespart. Flitiamo, was ist... Was zum... Ist es nicht Flugunlicht? Ja, Dynafrost. Komm, immer Dynafrost. Immer hier ein bisschen... Einfrieren. Also der letzte Kampf war unglaublich einfach. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja, das Lichtschild fuckt jetzt halt ein bisschen ab. Weil Dynafrost eine Spezialattacke ist. Sehr, okay. Wir wechseln Milotic mal nicht. Wunderbar. Legios. Ist es nicht das Stahl-Pokémon? Doch, es ist das Stahl-Pokémon. Was kann Legios, was ich nicht kann? Habe ich Kampfattacken? Kampfattacken wären halt schon praktisch. Nee, aber wir haben Bodenattacken. Hm. Ich glaube, Genesung wäre mal ein guter Zug. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch die höhere Initiative. Okay, ist jetzt Protzer ein und verwirrt sich, glaube ich, selber. Wenn man nicht mehr selber verwirrt. Okay, machen wir weiter mit Surfer. Was nicht so effektiv ist. Ah ja. Dann setzen wir nochmal Erholung ein, wollte ich sagen. Aber in dem Fall nicht. Danke für gar nichts, auf jeden Fall. Dann komm, wir nehmen einfach Branawart. Es regt mich jetzt auf. Branawarts Erdbeben. Super. Finalformation, was? Es hat halt eine hohe Verteidigung. Eine Kampfattacke wäre es halt echt. Super. Ah, in der Finalform können sie immer fliehen, alles klar. Dann Gifthieb, dann ist es vielleicht vergiftet. Ah, Durchbruch. Okay, Durchbruch brezelt. Holy shit. Sei vergiftet, super. Er leidet durch den Beulenhelm Schaden? Warum? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Okay, wir müssen auf jeden Fall schneller sein. Das ist wichtig. Und Inteleon ist wahrscheinlich genau für so eine Situation geschaffen worden. Präzisionsschuss, come on. Wunderbar, es ist schneller als Legios und jetzt können wir das wegbrezeln. Hätte ich gedacht, dass sie mal gegen so ein Vieh so Probleme haben werden. What the fuck? Sieht aus, als hätte ich verloren. Ja.
Sieht nicht nur so aus, du hast verloren, du Null. Team heilen und fortsetzen. Kampf Nummer 4, los geht's. 5 Kämpfe müssen wir machen, by the way. Kaokto. Kampfwasser-Pokémon. Nee, darauf habe ich jetzt nicht so eine Lust. Was ist denn effektiv dagegen? Okay, jetzt brauche ich echt. Jetzt brauche ich echt die Hilfe. Zum Glück zeigt es ein. An. Wir haben nichts, was wirklich effektiv gegen den Schmutz ist. Anwenderwert: jede Attacke abschaltet, eventuell bei Wiederholung. Dann setzen wir Dynafrost ein, in der Hoffnung, dass das Teil einfriert. Und durch den Hagel nimmt es dann nochmal zusätzlich Schaden. Was haben wir nochmal für ein Item drauf? Bei Milotic Beulenhelm? Ich glaube schon, dass... Ja, stimmt, da haben wir eine Beulenhelm drauf. Ja, super. Es friert wahrscheinlich eh nicht ein. Aber wichtig ist, dass wir den Scheiß einfach loswerden. Verhöhner, ja. Wunderbar. Dann... Dynawürm. Vielleicht. Muss mal gucken, ob das mehr brezelt. Anscheinend nicht. Überrolle. Hm. Aber jetzt ist noch vom... Okay, dann haben wir jetzt sogar noch eine Giga Dynamax-Runde. Gut, das ist bei Milotic immer sehr wichtig, finde ich. Voltula. Ja, RIP. Was ist gegen das viel effektiv? Okay, wir sind übelst im Nachteil. Und es ist auch fast nicht unfair, dass ein Käfer-Pokémon, ein Käfer-Elektro-Pokémon vor allem gegen ein Wasser-Pokémon eingesetzt wird. Klebenetz. Okay. Hoffentlich macht es genug Schaden. Ja, wunderbar. Mit dem kann ich was anfangen. Super. Aber wir werden jetzt leider wieder kleiner. Und ich habe den Hagel in Regen verwandelt. Es hat die höhere Initiative. Donner, das war's. Ciao, ciao! Das Krasse ist, wir können es ja jetzt nicht mehr zurückholen. Also, Milotic ist für den letzten Kampf gesperrt. Das heißt, ich werde es aber ein initiativ stärkeres Pokémon holen, damit wir so wenig wie möglich geschwächt werden. Und hier Präzisionsschuss einsetzen. Okay. Was? Verlass den Raum, Alter. Nee. Seht ihr, wie viel HP das hat? Können wir uns eigentlich hochheilen in dem Dojo? Tja, wir werden es nie rausfinden, weil ich spiele den Schmutz nicht mehr. Ich verlasse den Raum. Tschüss.
Was ein Lackaffenspiel. Nee, einfach nö. Arbeite weiter an deinen Pokémon. Ja, Bruder, wenn du da ein Elektro-Pokémon raushaust, was soll ich machen? Ach, übrigens, als ich auf der Rüstungsinsel angekommen bin, habe ich einen Arenaleiter aus Galar am Bahnhof gesehen. Vielleicht kreuzen sich ja eure Wege noch, was? Ah, er stellt Nachforschung an? Ja, komm. Dann zeig mir mal das Pokémon, das du erkannt hast. Boah, wild, Vonaira. Du hast ein... Typ aus der Galar-Region am Bahnhof gesehen? Also das Dojo machen wir nicht mehr. Das geht mir zu hart auf den Sack. Es ist so frustrierend, wenn du halt die ganze Zeit austeilst und dann kommt ein Pokémon, was halt nicht kommen sollte und es zerstört dich von A bis Z. Das nimmt dein ganzes Team durch. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne. Ja, wo ist jetzt der Pokémon? Ich bin ein berühmter Modedesigner. Kommst du aus Galar? Ich bin zum ersten Mal in der Region und etwas überrascht, wie wenig Menschen man hier trifft. Also eigentlich... Was? Bin ich etwa an der falschen Station ausgestiegen? Danke, dass du mich darüber über Kenntnis gesetzt hast. Ich habe gehört, dass Champ Dalion in Galar extrem beliebt sein soll. Ich dachte, ich könnte im Licht seiner Popularität baden und ein wenig Profit daraus schlagen. Ja! Aber jetzt habe ich nicht mal mehr genug Geld, um Galars Festland zu erreichen. Wenn doch nur jemand das unfassbar süße Outfit kaufen würde, das ich entworfen habe. Für 3000 Poké-Dollar könnte ich mir das Taxi leisten. Okay. Ach, du bist mein Retter Not. Das ist für dich. Du erhältst ein Set im Design WFP. Das enthält T-Shirt, Kapuzenjacke, Strumpfhose, Muster und Sportkappe. Ich garantiere dir, das ist ein absolutes Schnäppchen. Okay, dann Abschied nehmen. Adieu. Ja, und wo ist jetzt der... Typ aus Galar? Von dem man geredet hat, muss man das vielleicht nochmal resetten? Es hier, also Hopp hat doch vorhin erwähnt, hier ist irgendwo jemand aus Galar. Ein Arenaleiter. Und ich habe die Hoffnung, dass es Bettis ist. Oh Mann. Müssen wir uns das Ganze nochmal anhören? Ich weiß nicht. Können wir uns das überhaupt noch anhören? Naja, ich such mal und ansonsten, ja. Vielleicht gibt's ja noch was zu tun. Okay, im Internet habe ich nichts mehr gefunden. Und hier sehe ich aktuell auch nichts mehr. Also die Watt werde ich auf jeden Fall bis zum nächsten DLC alle sammeln. Wir haben ja keinen Stress, es kommt ja noch ein DLC. Und wenn da nochmal so eine Dicta-Scheiße vorkommt oder so, dann raste ich echt aus. Oder so eine Dojo-Kacke. Also für Tryharder ist es auf jeden Fall was. Die vor allem Zeit dafür haben. Ich habe zu wenig Zeit dafür, ohne Witz. Ich habe es probiert. Ich habe versagt. Ausnahmsweise. Ich hoffe, ihr seid nicht zu hart enttäuscht. Leider kein Shiny. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch das DLC gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dürft ihr mir gerne in Schuh blasen. Weiter geht's mit irgendeinem anderen LP. Ich weiß nicht mal was. Paper Mario kommt auf jeden Fall nächsten Monat erst raus. Deswegen muss ich mir irgendwas aus dem Finger ziehen. Tschüss und bis bald. Okay, nochmal eine kleine Info. Ich beende das LP doch noch nicht. Also ich beende es schon, aber ich wollte euch einfach noch kurz die Belohnung sagen, was ihr bei diesem Dojo-Sparing bekommt. Ihr bekommt ein T-Shirt, wenn ihr alle geschafft habt, also mit jedem Typ. Und auf dem T-Shirt ist Maastricht, also der Dojo-Master. Ja, finde ich jetzt nicht weltbewegend. Es ist nur ein T-Shirt. Ich weiß nicht, ob es den Aufwand wert ist. Ich werde es auf jeden Fall offscreen weiterhin probieren, um die 100% beizubehalten, weil es kann nicht sein, dass ich jetzt meine 100% verloren habe durch das DLC.
Ja, und dann werde ich auch noch die anderen Pokémon sammeln. Naja, wir sehen uns bei Schneeland der Krone wieder. Tschüss und bis bald.